2022. Ich überlege gerade nochmal, was ich jetzt wirklich alles mitnehme und was ich einpacke. Und ganz nebenbei muss ich natürlich auch noch ein bisschen arbeiten. Jetzt ist gerade Samstag, kurz vor 7 Uhr. Quatsch, Freitag. Also morgen habe ich auch noch Zeit. Wie ihr seht, mein Kopf hat schon vor dem Start nicht wirklich funktioniert. Am Samstagmorgen ging es dann erstmal eine kleine Runde aufs Rad. Ja, und am nächsten Morgen ging es dann schon los. Ich hatte auch irgendwelches Zeug in meine Taschen gepackt. Das würde ich aber später noch das ein oder andere Mal in Frage stellen. Mit der riesigen Gruppe an Badlands-Teilnehmenden ging es als erstes aus der Stadt raus. Und natürlich direkt erstmal bergauf. Hallo Hundi, der lief ganz schön lange mit uns mit. Wir sind so langsam den Berg hochgefahren und der joggte ganz gemütlich, naja, mit ganz schön weit aus dem Maul hängender Zunge, neben uns her. Ich bestaunte die Landschaften und fühlte mich gut. Noch. Immer wieder traf ich auf bekannte Gesichter oder wie hier auf bekannte Rücken. Mit Hannes und Stefan hatte ich vorher schon ein paar Tage verbracht in Granada. Und was wir zu diesem Zeitpunkt jetzt noch gar nicht wussten, ist, dass wir noch ein paar mehr Tage zusammen verbringen würden. Ganz schön steil, diese Rampe hier. Bald sind die ersten 100 Kilometer hinter mir. Noch 680 oder so. So einen Einblick wollte ich eigentlich alle 100 Kilometer geben, das habe ich aber vergessen, weil ich ganz schön zu kämpfen hatte. Ich habe gerade kurz angehalten. Meine Kette hat nämlich ganz schrecklich geklungen und habe sie einmal abgewischt und neues Wachs aufgetragen und jetzt läuft sie wieder wie am Schnürchen, also jedenfalls die Kette. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen. Guck mal an, wer da wieder ist. Von Braffa aus ging es erstmal einen Anstieg hoch, richtig steil, aber
aber zum Glück nicht zu lang. Und ich habe es irgendwie ohne Schieben geschafft. Jetzt rollt sich's gut. Also der Kopf tut echt weh. Nächste Pause. Hier war man vorbereitet auf Radfahrende vom Badlands. Also war jetzt zu steil oder was? Oder? Ja, irgendwie waren wir jetzt zusammen unterwegs. Wir heilten an, weil die Brillengläser getauscht werden mussten von den Zweien. Ich habe eine fotochrome Brille, da war das nicht nötig. Dafür bieten die anderen noch besseren Sonnenschutz. Wir nahmen einen Abstecher nach Porto Alcon in Kauf, denn unsere Wasservorräte würden nicht mehr bis nach Gor reichen. Und wir hatten außerdem ganz schön Hunger. Also 5 Kilometer die Straße lang und essen und wieder zurück auf den Track und weiter. So war unser Plan erstmal. Beim Essen überlegten wir dann aber, ob das überhaupt so Sinn ergeben würde oder ob es nicht vielleicht schlau wäre, dort ein Hotel zu nehmen. Und wir haben dann gegoogelt, wann der Supermarkt in Goa aufmacht. Das war 9 Uhr morgens und jetzt war es, als wir da waren, gerade um 10 Uhr abends. Unsere Überlegung war dann also, entweder fahren wir weiter und schlafen dann draußen vorm Supermarkt oder auch immer und warten bis der öffnet und fahren danach dann weiter. Oder wir schlafen in einem Hotel in dem Ort und fahren am nächsten Tag die 70 Kilometer bis nach Goa, bevor der Supermarkt aufmacht, sodass wir dann ungefähr um 9 da sind. Dafür haben wir uns dann entschieden, Hotel, Dusche, Betten, weil drin schläft sich ja irgendwie besser als draußen und frisch geduscht vor allem auch. Genau. Ich hoffte aber die ganze Zeit, dass die anderen irgendwie nicht später die Entscheidung bereuen würden oder doof finden würden. Und ich war dann echt erleichtert und froh, als sie am nächsten Tag gesagt haben, boah, das war die beste Entscheidung, dass wir gestern in diesem Hotel geblieben sind. Alle Hemden zu gut. Erst sind die Schafe alle von links nach rechts über den Weg gelaufen. Als wir dann aber nah genug dran waren, haben sie sich's wohl anders überlegt und wollten alle wieder zurück. Für uns gab's da erstmal kein Weiterkommen. Der Weg nach Goa hat länger gedauert, als wir dachten. So hatten wir mehr Zeit, uns auf das Frühstück zu freuen, was wir dort essen würden. Auf das Frühstück haben wir eine Ewigkeit gewartet und sind nebenbei auch noch zum Supermarkt gegangen, haben uns dort eingedeckt für die nächste lange Strecke ohne Versorgungsmöglichkeit. Ungefähr 110 oder 120 Kilometer waren das. Isha Rot bei mir eingezeichnet. Sehr schön. Da kam Freude auf. Übrigens hatte ich eigentlich gedacht, am ersten Tag bis nach Goa zu fahren und am nächsten Tag morgens auf diese Runde zu starten. Aber naja, es läuft ja nicht immer alles nach Plan. In Goa habe ich übrigens auch meine Hose gewechselt, denn irgendwie kam ich diesmal gar nicht damit zurecht. Jetzt geht es hier ungefähr 80 Kilometer leicht bergauf. Okay, gerade bergab. Ganz schön anstrengend und wir haben auch lange keine Möglichkeit, das Wasser aufzufüllen.
Ich hoffe, meins reicht. Gerade habe ich die Befürchtung, dass nicht. Schon wilder wird. Also was stimmt. Sitzen war heute echt unangenehm. Immer weiter nach oben. Ich fand übrigens die Strecke von Badlands wirklich gut fahrbar. Klar gab es mal steile Auffahrten oder sandige Passagen, aber im Großen und Ganzen ließ sich alles gut fahren. Ich musste nur super selten absteigen und schieben. Im Vergleich zum Seven Serpents vor allem. Das war technisch wesentlich anspruchsvoller. Bei so einem großen Starterfeld trifft man echt immer wieder auf Leute. Ganz cool. Ich war übrigens eigentlich nur dank Schwalbe beim Badlands. Die haben nämlich noch jemanden gesucht, der mitfährt oder die mitfährt. Genau, und das hat dann geklappt und ich habe mich mega gefreut. Ich bin den Schwalbe G1 RS gefahren in 40 mm Breite und der Reifen hat mich echt begeistert. Ich bin super damit zurechtgekommen. Ich hatte nie Angst wegzurutschen, hatte immer ausreichend Grip. Geht zwar gleich berghoch, aber Asphalt tut echt gut. Und dann waren wir oben angekommen am Astronomischen Observatorium Cala Alto. Eine lange Abfahrt folgte. Und ich konnte mal wieder meine nicht vorhandenen Abfahrtkünste unter Beweis stellen. Wir hatten von Pizza geträumt, es ist aber ein Supermarkt-Picknick geworden. Jetzt kommt gleich der Sandpart. Irgendwann in den nächsten Kilometern. Man muss echt mehrmals, mehrmals am Tag die Kette neu schmieren. Richtig krass. Ich habe während des Badlands insgesamt eine komplette kleine Flasche Squirt Loop verbraucht. Und dann kam die Sandpassage in der Tabernaswüste. Das war auf jeden Fall einer meiner Lieblingsabschnitte. Ich hatte richtig viel Spaß im Sand und kam gut vorwärts, habe die Gruppe angeführt und wir haben Rücklichter überholt. Das hat einfach mega Bock gemacht. Nach dem Sand hatten wir gehofft, in Tabernas ein Hotel zu finden, um dort zu schlafen. Wir waren dann in einem Restaurant und die Bedienung dort sagte, dass das leider kein Zimmer mehr gab. Ich war ganz schön bedröppelt. Ich habe mich nämlich echt auf eine Dusche gefreut und auf ein Bett.
Aber das nützt dir nichts, also haben wir uns Essen bestellt und Cola, damit es weitergehen konnte durch die Nacht. Ja, wir würden uns dann irgendwann hinlegen, dachten wir. Ich habe mich dann aber noch ein bisschen mit der Bedienung unterhalten. Die hat gefragt, was wir denn so machen, was wir vorhaben. Ich habe ihr erzählt, was das Badlands ist. Und dann hat sie mit ihrem Chef gesprochen, anscheinend jedenfalls kam sie kurze Zeit später wieder und meinte, der Chef hat irgendwie eine Ferienwohnung und da könnten wir schlafen. Ich habe mich gefreut, die anderen auch. Und dann konnten wir direkt nebenan in eine Ferienwohnung. Meine Cola habe ich noch verschenkt an den Nachbartisch. Da war nämlich noch einer vom Badlands, ein Teilnehmer. Und der hat sich darüber gefreut. Der ist dann nämlich noch weitergefahren. Und wir hatten Dusche, Betten und frisch gewaschene Bibshorts. Guten Morgen. Wir packen gerade schon unser Zeug und dann geht's gleich los auf die letzten, keine Ahnung, 350 oder so.